Übung. Mit Gipsbinden konnten die Kinder die Schuhe nach eigenen Vorstellungen modellieren und umgestalten. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Durch Pappe und andere Materialien wurden die Schuhe in ihrer Form verändert. Beispielsweise kamen die Kinder auf die Idee, den Absatz zu verlängern oder Sporen herzustellen und anzubringen. Jeder konnte seine Schuhe individuell entwerfen. Sagst du, du wirst mit den Schuhen auch laufen? Nein, ich habe keinen Gips mehr. Aber das ist nicht. Hier steht Gipsrolle. Danke. Das ist genau deine Schere nicht. So entschied sich Dustin, Halbschuhe in Stiefel zu verwandeln. Ja, so wie im Herbst. Ja, halbhohe, wie ein Cowboy sie hat. Diese hatte er zuvor in einem Buch entdeckt und folgendermaßen kommentiert. Die will ich auch haben, aber ich mache noch Sporen dran, wie bei den Soldaten. Als Gemeinschaftsprojekt entstand ein aus Maschendraht geformter großer Schuh. Dieser wurde von den Kindern zunächst mit Pappmaché verstärkt. Anschließend haben die Kinder den großen Schuh mit weißer Farbe bemalt. Als letzter Schritt wurden die eigenen Schuhe mit Farbe bemalt und mit Knöpfen, Stoffen und anderen Materialien ausgeschmückt. Beim nächsten Treffen bestand die Möglichkeit, die einzelnen Schuhe in ihrem Aussehen individuell nach ihren persönlichen Ideen weiterzuentwickeln. Dabei entstanden Kreationen mit Schleifen, Riemchen und anderen Besonderheiten. Für manche Kinder war es wichtig, die gestalteten Schuhe auch tragen zu können. Für Rosalie stand dies von Anfang an fest. Ich möchte die nachher auch anziehen können, sagte sie. Und
Und es kann gelb sein. Ja, schwarz, rot, gold. Das war mein erster Gedanke, wie ihr da drauf gekommen seid. Das war gar keine Absicht. Nee, gar nicht. Ja? Von euch schon.